Fünf Fragen an, heute mit unserem jüngsten Akteur, zumindest was im vergangenen Kader angeht, Thomas Pledel. 18 Jahre jung, Bundesliga-Debüt. Das Ergebnis hätte natürlich besser sein können, aber wie war es die halbe Stunde auf dem Rasen? Ja, es war auf jeden Fall geil. Es war mal ja, was Neues, ganz anders vor 32.000 zu spielen, anstatt vor 400 oder manchmal auch mehr. Aber ja, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen für mich, den ich seit Kindheit an hatte. Und ja, kann eigentlich jetzt nur noch bergauf gehen. Ja, oft ist es ja so, wenn man so einen Traum mal erlebt hat, dann kann man gar nicht davon genug kriegen und dann hängt man sich noch mehr rein, um das Woche für Woche auch zu erleben, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo ich einmal gespielt habe, ist halt bei mir so, dass ich mir denke, ja, jetzt muss oder sollte es mehr werden. Und dafür werde ich jetzt auch alles dafür geben, dass das auch mehr wird. Und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Wenn man sich aktuell die Tabelle anschaut, es könnte ein bisschen besser ausschauen, ne? Also Platz 17 ist jetzt noch nicht das Letzte oder das Gelbe vom Ei, wenn man so sagen will. Was fehlt momentan, damit vielleicht der ein oder andere Punkt mehr herausgesprungen wäre? Ja, ich denke mal, dass einfach zu viele einfache Fehler so insgesamt gemacht werden, wo andere nicht machen oder wenn sie es machen, wir es nicht ja, eiskalt bestrafen, wie es die halt machen. Bei uns ist es so, dass wir einen Fehler machen und sofort ein Tor bekommen. Und wir haben halt auch die Chancen vorne. Es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen hätten und immer nur auf den Sack bekommen, sondern wir spielen gut mit. Aber haben halt einfach das Quäntchen Glück nicht, dass mal der Ball reinrutscht und dann wir mal ein Spiel gewinnen. Am Samstag kommt der VfB Stuttgart. Dann haben wir hoffentlich dieses Quäntchen Glück. Was erwartest du für eine Mannschaft? Was erwartest du vom VfB? Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft, spielerisch gut. Und Einzelspieler auch sehr gut. Ja, die haben in der Saison schon gezeigt, was die für eine Qualität haben. Haben jetzt auch wieder gegen Augsburg gewonnen. Zwar ein bisschen ja, nicht so überlegen, aber in der Euroleague haben sie es auf jeden Fall gezeigt, dass, oder was sie drauf haben. Und das wird ein harter Brocken für uns. Aber jetzt ist mal Zeit, dass wir auch mal einen besseren Gegner schlagen. Und ich denke, am Samstag holen wir die 3 Punkte dann gegen den VfB. Du hast schon gesagt, dafür muss man die einfachen Fehler vermeiden. Was muss noch klappen am Samstag, damit der Dreier dann auch wirklich bei uns in der Trolley-Arena bleibt? Ja, wir müssen als Mannschaft gut stehen, mannschaftlich gut arbeiten, vor allem so gegen ja, in Anführungszeichen bessere Mannschaften wie Stuttgart oder ja auch Bremen war auch mannschaftlich gut, haben wir da einen Punkt geholt und vielleicht, oder wir brauchen jetzt mal das Glück, dass wir da mal einen Sieg holen und dann mal mit 3 Punkten vom Platz gehen und dann schaut das Ganze schon wieder anders aus. Wir drücken euch auf alle Fälle die Daumen. Danke, Thomas Pledel.